bizarre Felslandschaften und wilde Schluchten. Typisch für die sächsische Schweiz. So heißt der deutsche Teil des Elbsandsteingebirges im Osten Deutschlands nahe der tschechischen Grenze. Ein Eldorado für alle Wanderfans. Ich wandere einfach gerne, um einen Ausgleich zu meinem sonstigen Alltag zu finden. Das Elbsandsteingebirge ist für mich tatsächlich was sehr Besonderes, weil das ist irgendwie so unwirklich. Das hat so was Märchenhaftes, diese Felsnadeln, die plötzlich so aus dem Nichts in die Höhe ragen. Es gibt in meinen Augen keine vergleichbare Landschaft. Durch das Elbsandsteingebirge führt auch 2019 der Weg von Enno Seyfried bei seiner 3.442 Kilometer langen Fernwanderung quer durch ganz Deutschland. Fast ein halbes Jahr ist der Dokumentarfilmer unterwegs. Sein 10 Kilogramm schwerer Rucksack sein einziges Gepäck. Die Route führt ihn im Zickzackkurs vom Norden in den Süden. Von der Nordseeinsel Sylt läuft er zur Ostseeküste. Dann weiter landeinwärts durch die sächsische Schweiz und den Thüringer Wald. Entlang der Saarschleife bis in die Alpen. Die Route habe ich vorher nicht wirklich im Detail geplant, sondern mir nur so grobe Landschaften und Orte ausgesucht auf der Karte, die ich unbedingt anlaufen möchte. Unterwegs habe ich dann von Woche zu Woche wirklich nur den genauen Weg geplant, weil ich wollte es einfach spontan halten. Auf seiner Reise filmt er sich selbst. Jetzt komme ich schon mal gar nicht weiter hier. Oh, meine Güte, wo kraure ich denn schon wieder rum hier? Aus dem ganz persönlichen Material entsteht ein 105 Minuten langer Dokumentarfilm. In Deutschland zu Fuß zeigt Enno Seyfried nicht nur die verschiedenen Facetten seines Heimatlandes, sondern gibt auch viele emotionale Einblicke. Ich hatte auf der Reise tatsächlich nicht einmal das Gefühl, ich möchte abbrechen oder wäre jetzt lieber zu Hause oder möchte umdrehen oder irgendwas. Mir war immer bewusst, dass das ein Privileg ist und was total schön ist, dass ich das überhaupt machen kann. Zum Beispiel die Momente abends alleine, irgendwo in der Natur zu schlafen, Sonnenuntergänge zu genießen, sowas ganz Einfaches. Es gab natürlich auch negative Erlebnisse, dass es halt mal 5 Tage am Stück durchgeregnet hat oder mein Outdoor-Equipment kaputt gegangen ist, meine Isomatte oder so. Dennoch muss ich sagen, ist das nicht wirklich was Negatives, weil einem von vornherein bewusst ist, dass das passieren wird. Bei seiner großen Wanderung durch Deutschland erreicht Enno Seyfried nach 165 Tagen schließlich sein Ziel. Das Haldenwanger Eck in den Allgäuer Alpen, die südlichste Stelle Deutschlands. Das Gefühl am Ziel war einfach nur Zufriedenheit. Ich war da oben irgendwie komplett geerdet auf dem Haldenwanger Eck, war irgendwie komplett ruhig. Also es war jetzt gar nicht so dieses Yeah, Yippie, ich muss irgendwas hinausschreien, sondern ich saß wirklich dort, habe irgendwie in die Landschaft geguckt und war ganz entspannt und ruhig. Also ja, einfach zufrieden. Und ich wusste in dem Moment, dass ich die letzten 165 Tage alles richtig gemacht habe. Deutschland ist für Enno Seyfried das schönste Reiseland. Und die nächste Tour ist auch schon in Planung.